Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video habe ich einen PC und den habe ich auf dem Schrott gefunden. Genauso wie er hier ist, stand er beim Sperrmüll auf der Straße. Und das sieht wirklich nicht gut aus, ist aber ein interessanter PC. Der ist richtig schön schwer, was immer da auch drin sein mag. Ich habe den noch nicht aufgeschraubt. Man sieht nur von außen, dass man da wahrscheinlich hier Handschuhe zu braucht. Fast 12 Kilo bringt das Ding hier auf die Waage und das ist wirklich erstaunlich, weil das eigentlich nur ein ganz dünnes Blechgehäuse ist. Ich wollte den zuerst gar nicht mitnehmen. Sieht halt so aus wie so ein 0815 PC, wie man die damals hatte, so Core i3 oder irgend so ein Core 2 Duo oder sowas. Aber bei dem Gewicht hier, da muss ja doch schon einiges drin sein. Ist aber vermutlich ein Asus Mainboard drin, sieht zumindest hier so aus mit dem Aufkleber AMD 64 Athlon X2 und der ganze Schmutz, der hier drauf ist, der war da schon drauf. Hier vorne Acer Kartenleser, dann einfach nur ein Laufwerk, ein optisches, hier fällt schon was ab. Auch so eine Plastikblende. Vorne ist hier die Gehäusefront abgebrochen und die ist feste, die lässt sich gar nicht mehr bewegen. Hier guckt so ein Kabel raus, es hat irgendjemand eingeklemmt, der den PC mal auf und wieder zugeschraubt hat. Da hinten sieht man das Lüfterrad von der CPU und Staub hat es hier auch reichlich, wahrscheinlich hier schon mal so ein Kilo. Jede Menge Kratzer oben drauf und auch so merkwürdige Flecke, das sieht so aus wie Schimmelflecke. Der stand bestimmt schon mal länger irgendwo in irgendeinem feuchten Keller. Hier richtig schön dick der Staub und auch Spinnweben sind dabei, da sind vielleicht auch noch irgendwelche MitbewohnerInnen drin. Hier oben alles verrostet. Und das kommt natürlich nur durch Feuchtigkeit, also der stand in keinem Büro. Hier innen drin sieht man, da ist irgendwas reingefallen, abgebrochen und hängt da schief. Das Mainboard selber sieht aber eigentlich noch ganz gut aus von den Anschlüssen. Also das sieht wesentlich besser aus als das Gehäuse. So, mal vorsichtig aufschrauben, mal gucken, was einem hier erwartet. Und die Seitenklappe hier, die klemmt auch schon so ein bisschen. Du liebes Lieschen, ja, also hier ist einiges drin, was hier nicht reingehört. Also wenn euer Lüftertrichter so aussieht, dann sollte der auf jeden Fall mal sauber gemacht werden. Und das hier ist nicht nur Staub, sondern das ist schon Staub auf dem Staub, wer sich es genau anschaut. Also selbst der Staub hat schon Staubablagerungen, die hier so kleine Flöckchen bilden. Und hier gibt es auch nochmal kostenlos Spinnenweben dazu. Wie gesagt, der PC ist von der Straße, der stand da und da kann man gar nicht genau jetzt sagen, zu welchem Haus der gehört hat, aber auf jeden Fall ein Haushalt, wo der Staubsauger schon seit längerer Zeit kaputt war. Hier ist ja alles zu sehen, Staub, Staubflocken, Staubmäuse hier unten, Staubklumpen, Spinnweben sind hier drüben ordentlich drin und auch sehr interessant hier dieses Kabel, das guckt gar nicht zur Seite raus, sondern hier zwischen eben der Gehäusefront und dem Metallgehäuse, wie auch immer sowas passiert, ein absolutes Rätsel. Hier oben der Lüfter, der ist komplett verstaubt, da haben sich diese Lüfterschaufeln quasi hier den Weg frei gefräst. Wenn man so viel Staub im Rechner hat, dann kommt er nicht von jetzt auf gleich, das geht schon hier über Jahre, zumindest mal über Monate und diese riesen Staubflusen hier unten drin, die sind auch nicht nach dem Betrieb des Rechners da reingekommen, nachdem er irgendwo in die Ecke gestellt wurde. Vielleicht hat der Vorbesitzer einen anderen, sondern die sind während dem Betrieb da reingekommen und das hier sind richtig große Staubflusen, Staubmäuse, das sind schon Staubknödel. Das Mainboard hat sich aber tapfer gehalten und wer sich es mal genauer anschaut, der sieht hier, das ist ein interessantes Mainboard mit einer interessanten Grafikkarte. Das ist eigentlich gar keine Grafikkarte, das ist eher so eine Art Riser-Card. Mal gleich schauen, was es ist. Das Mainboard ist von Asus und hier außen ist ein HDMI-Anschluss dran. Das hier, das mache ich mal raus. Wenn das hier so ohne weiteres rausgeht, ich glaube, das kriegt man nur dann raus, wenn man das Mainboard ausbaut, weil das hier so verhakt ist. Auch wenn es schwer fällt, dieser Staub muss weg und ich hoffe mal, dass der Filter von meinem Staubsauger hier auch noch wirklich dicht ist. Sieht ja wieder ganz okay aus erstmal, also wirklich gar nicht mehr so schlimm wie vorher. In den Ecken ist natürlich immer noch ein bisschen was. Aber hier kann man wieder alles erkennen, da glänzt auch wieder alles richtig schön. Nur mit dem Staubsauger und hier
Unten, da gehe ich noch mal durch. Da nehme ich einfach ein bisschen Fensterreiniger und wische hier den Dreck mal weg. Hier unten auf dem Boden, da ist tatsächlich alles verrostet, blende ich hier ein Video mal ein. Da hatte ich mir ja schon mal einen PC gekauft auf eBay Kleinanzeigen. Der war komplett verrostet hier unten. Merkwürdig, was so manchen Leuten immer in die PCs reintropft an Flüssigkeit. Das Mainboard ist wirklich ein schönes Mainboard von Asus, das M2A-VM HDMI Mainboard. Und das ist wirklich sehr besonders, steht hier auf der Webseite von Asus, dass es das erste Mainboard ist, hier in der ersten Zeile, welches eben HD-DVD wiedergeben kann und Blu-ray eben mit HDCP-Kompatibilität, also mit dem Kopierschutz. Und ja, das erklärt auch hier diese sehr interessante Grafikkarte. So soll das hier aussehen. Ist es auch. Ich habe es eben mal verglichen. Das ist auch hier tatsächlich eingebaut. Und hier steht dann, dass da eine integrierte ATE Radeon X1250 drin ist. Und mit einem Gigabyte RAM. Shared Memory. Das ist natürlich interessant. Hier ist auch nur ein RAM-Modul drin. Da sind ja zwei Karten drin. Einmal hier oben diese Karte, die hier wahrscheinlich beim Board mit dabei war. Und hier unten nochmal eine, die in einem kleinen PC Express Steckplatz drin steckt, und beide Karten haben aber Videoausgänge. Da hat es hier oben einmal DVI-Ausgang, dann hier VGA-Analog-Ausgang, dann bei der oberen gesteckten Karte den HDMI-Ausgang, gehört eben wahrscheinlich dann zum Board dazu, und hier unten die, das kann ich nicht zuordnen, aber was ihr auf jeden Fall seht, dass hier irgendwas hier zerbrochen ist, da hat versucht jemand mal irgendwas reinzustecken. Da mache ich die Karte sicherheitshalber mal raus. Da gibt es hier diese Schnellverschlüsse dafür, zumindest theoretisch Schnellverschluss. Und kann man das hier so rausmachen. Jetzt sollte das hier auch rausgehen. Geht sogar, diese Verschlüsse, diese ganzen Plastiksachen überhaupt hier neben immer, die haben sich nie wirklich durchgesetzt. Und das ist auch wirklich eher hinderlich. Also eine Schraube ist da wesentlich einfacher, sicherer und schneller. Das ist diese Karte mit den zwei DVI-Ausgängen, ist Matrox, steht oben rechts ja drauf. Und dann Copyright 2005, was die hier drin macht, weiß ich auch nicht. Unten ein Chip von Texas Instruments, und ich gucke mal, welche das ist. Das ist hier tatsächlich eine Matrox G550 PCI-Grafikkarte, PC Express natürlich. Hier 32 MB hat die DDR2-Speicher, und das hier ist die Modellnummer G55- MDD-E32F, genau die ist das. Will hier tatsächlich jemand 141 Euro für haben. Also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eher ein 2-3 Euro Produkt. Alles angeschlossen, und jetzt kommt mal der große Moment. Das Stromkabel steckt hier hinten schon drin, aber ich habe den Schalter noch nicht umgelegt. Jetzt habe ich ihn umgelegt, Sicherung bleibt drin, das ist auch schon mal gut. Und ich schalte mal ein. Und da piept's, aha, das hört sich so an, als würde der keine Grafikkarte finden. Könnte natürlich der Grund sein, warum jemand hier versucht hat, den Rechner mit sowas zu testen oder reparieren. Netzteil funktioniert noch. Und das ist hier ein LC Power, nichts Besonderes, aber hier so ein richtiges Arbeitsnetzteil für Office-Rechner. Und Lüfter dreht sich auch noch, rabbelt ein bisschen. Und hier steckt ja die Karte drin, und Onboard-Grafik hat das Board auch. Da habe ich jetzt hier das VGA-Kabel drin angeschlossen. Kann dann aber auch mal diese Karte hier raus. Das ist hier wirklich sehr interessant, habe ich so auch noch nie gesehen. Und ups, da ist es hier nochmal ans Board angeschlossen mit diesem Kabel. Und das hier ist von Asus, so wie es hier drauf steht, HDMI AVSSP steht da hinten drauf. Und da habe ich hier ein HDMI-Ausgang, also digital, und dann nochmal hier S-Video und hier nochmal ein F-Bus-Ausgang. Also dieser Rechner, der kann irgendwie alles. Und das kommt mal hier ab. Vielleicht funktioniert es jetzt. Ne, gefällt ihm auch nicht. Bei Wikipedia gibt es ja die Liste der BIOS-Signaltöne, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Und da habe ich hier AMI-BIOS, einmal lang, zweimal kurz, Videoproblem. Grafikkarte sitzt nicht richtig oder defekt. Ja, das ist bei einer Onboard-Karte natürlich eher schlecht. Das hat der Vorbesitzer dann auch schon festgestellt. Und bei Award-BIOS kann es so ähnlich sein. Einmal lang, zweimal kurz. Tatsächlich auch hier Fehler der Grafikkarte. Da ist es identisch. Das hier müsste ein AMI-BIOS sein. Und ich nehme mal die BIOS-Batterie raus. Die sitzt ja hier unten.
Kann natürlich sein, dass da auch irgendwas sich verstellt hat oder verstellt wurde. Zu der Batterie gibt es natürlich auch noch einen Jumper, um das CMOS zu löschen. Der ist ganz versteckt hier unten drunter. Da sieht man den. Das ist der blaue, der untere. Und meistens sind ja irgendwo hier in der Nähe, hier aber nicht so. Hier sind die ein bisschen weiter weg und jetzt sollte das CMOS eigentlich nach so ein paar Minuten leer sein. Nochmal probieren und piept immer noch. Gucke ich mal mit einer anderen Grafikkarte. Probiere ich mal so eine Nvidia, die funktioniert auf jeden Fall, hat auch die entsprechenden Ausgänge alles hier hinten dran. Mal gucken, ob es klappt. Wieder einschalten. Ne, sieht ganz schlecht aus. Ich glaube, hier liegt ein größeres Mainboard-Problem vor. Immer wieder Grafikfehler. Ich habe auch verschiedene andere Karten noch getestet. Und bei diesem Board, da braucht man nichts zu jumpern, was die Grafikkarte betrifft. Also man kann die Onboard-Karte hier nicht wegjumpern mit einem physikalischen Jumper. Das wird laut Handbuch im BIOS gemacht. Und was natürlich sein kann, vielleicht, dass das RAM-Modul einen Defekt hat. Das wäre natürlich möglich, weil der Speicher es ja shared. Und ein defektes RAM-Modul könnte natürlich dann auch Auswirkungen auf die Grafikkarte haben. Altes RAM-Modul ist draußen, habe ich mal ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt sind hier 2 GB RAM drin mit anderen Modulen, mit Samsung-Modulen. Und mal gucken, ob die funktionieren. Funktioniert auch nicht. Hier unten leuchtet die LED. Board kriegt Strom, aber auch mit den anderen RAM-Modulen kein Bild. Ich habe sicherheitshalber mal eine andere Knopfzelle unten reingemacht, eine neue, dann die Grafikkarte, das Ganze an die Grafikkarte angeschlossen. Habe die Knopfzelle, das ist die alte, die da drin war, mal durchgemessen. Die hat tatsächlich nur 1,8 Volt gehabt, aber auch hier mit den neuen Komponenten immer noch dasselbe Gepiepe. Ich mache mal alle Anschlüsse ab, so USB und hier Audio und diese ganzen Sachen, die man nicht unbedingt braucht zum Betrieb. Und dann mache ich auch noch mal hier die Festplatte ab vom Stromeimer und dann eben vom Mainboard und probiere es mal ohne Komponenten. Jetzt ist alles ab hier außer den Bedienelementen hier vorne. Das Netzteil ist noch original und aber auch da sieht nicht gut aus. Mal das Netzteil testen, mal einschalten hier und ist eigentlich okay. 5 Volt sind 5,2 und bei 12 Volt sind es nur 11,9. Hier unten auch auf dem zweiten Strang. Aber der Tester, der piept nicht. Insofern würde ich mal sagen, dass es eigentlich okay ist. Aber ich probiere es mal mit dem anderen Netzteil aus. Neues Netzteil ist angeschlossen und das funktioniert garantiert in anderen Rechnern. Aber nee, am Netzteil lag es hier auch nicht. So, geht doch. Ja, wie ist das jetzt passiert? Wieso geht's jetzt? Es gibt wirklich merkwürdige Dinge auf dieser Welt und wer sich den Rechner genau anschaut, der sieht auch, was ich verändert habe. Einfach hier mal reingucken, wobei ich mir gar nicht mal so sicher bin, ob das wirklich die Lösung ist von dem Problem, ob das der Grund ist für dieses Gepiepe oder ob das Mainboard nicht doch wirklich einen Fips hat. Und ich starte nochmal neu hier, nochmal. Jetzt geht er direkt ins BIOS, auch gut. Und das sieht alles hier sehr gut aus. Hopsa, ist ein Phoenix Award BIOS. Und mal gucken, was hier alles drin ist. 2007, da müsste das Board auch zuerst auf den Markt gekommen sein. Danach wurden diese Boards ja noch ein paar Jahre verkauft. Und ich gucke mal, ob ich es ausschalten kann und wieder einschalten, sodass es wieder funktioniert. Nochmal ein. Und hier nochmal. Sieht gut aus. Ja, da piept es nur einmal. M2A VM-HDMI. Und ich gucke mal, ob ich den Fehler wieder produzieren kann. Der klassische Fehler bei Mainboard-Defekten kommt häufig vor, wird selten erkannt, ist, dass jemand beim Zusammenbauen des Rechners hinten zu viel Distanzhülsen eingebaut hat und dafür vorne zu wenig Schrauben. Da sieht man hier oben eine Schraube, hier Schraube Nummer 2, 3 hier hinter, ganz schwer zu sehen, 4, hier unten 5 und hier ist die 6. Schraube, mit der das Mainboard hier am Gehäuse festgebaut ist. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe es vorgezogen, habe die Anzahl der Distanzhülsen gezählt und Anzahl der Schrauben. Und das ist identisch, das passt. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann probiere ich nochmal die RAM-Module umzustecken. Jetzt sieht man es bestimmt. Und habe die beiden RAM-Module, die eben hier links gesteckt haben, nach rechts gesteckt. Und siehe da, es hat funktioniert.
Und die beiden Sockel, die habe ich aber auch nochmal mit dem Staubsauger vorhin sauber gemacht, bevor ich die Rahmenmodule getauscht habe. Also da ist mit Sicherheit kein grober Staub mehr drin. Kann aber sein, dass die Rahmensockel hier, diese gelben, tatsächlich defekt sind. Die Rahmenmodule habe ich jetzt nochmal umgesteckt. Mal gucken, ob die auch wirklich richtig drin sitzen. Also RAMs, die sitzen teilweise nicht richtig. DDR1, 2 und 3. Beim DDR4-RAM haben die das ja ein bisschen verändert. Die RAM-Modulform. Ich schalte es mal ein. Da piept es wieder. Einfach ausgeschaltet. RAM-Module mal umgesetzt. Und mal gucken, ob es dann funktioniert. Die DDR4-RAMs, die sind ja ein bisschen anders gebaut. Die, wenn man sich anschaut, die haben ja ein anderes Modulformat. So ein bisschen unten, da sind die Kontakte ein bisschen länger. So, jetzt sitzt es wieder hier drüben. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Und tatsächlich, das war wohl der Fehler gewesen. Ich habe jetzt die Festplatte wieder angeschlossen, die da unten drin ist. Laut genug ist sie ja. Ist eine Seagate und das hier wurde auch im BIOS gefunden. Ist eine ST32 50820A. Mal gucken, ob es funktioniert. Datum und Zeit richtig eingestellt wegen der Aktivierung. Und wenn ihr irgendein Betriebssystem bootet und stellt die Zeit falsch rum ein, beziehungsweise das Datum ist zu weit in der Vergangenheit, dann kann sein, dass die Windows-Aktivierung weg ist. Auf jeden Fall bei Windows XP war das so. Und mal schauen, ob er hier hochfährt. Und ich vermute mal, dass der Vorbesitzer versucht hat, hier mit der Karte eben das Problem zu beheben. Hat hier nochmal irgendwo diese Karte gekauft, gefunden. Also ich vermute mal eher gefunden. Und hat dann hier entweder eine kaputte Karte eingebaut, was es auch nicht besser macht, oder hat, weil es nicht funktioniert hat, mal kräftig den Stecker hier abgezogen und das hier abgebrochen. Windows XP ist auch noch voll funktionsfähig auf der Platte drauf und hier sind auch noch drei Benutzerkonten angelegt, also gelöscht wurde da scheinbar auch nichts. Ich hoffe, dass da wenigstens mal Passwörter dahinter sind, aber hier wurde der Rechner einfach so an die Straße gestellt, scheinbar mit eben noch Daten drauf. Ist ein einwandfrei funktionierendes Windows drauf, installiert mit jeder Menge Software. Da wurde auch nichts deinstalliert. Erstaunlich, dass Windows XP mit so viel Software so gut funktioniert und immer noch funktioniert. Also der Rechner ist erstaunlich schnell. Da will HP ein Software-Update machen und eigene Sachen sind hier auch noch drauf reichlich. Wenn man hier in die Ordner geht, das werde ich alles mal nachher löschen. Aber so sollte man einen Rechner natürlich auf keinen Fall auf die Straße stellen. Eigentlich hätte man bei dem Rechner nur das RAM-Modul umstecken müssen, was ich auch jetzt hier gemacht habe. Ich habe das alte RAM-Modul wieder reingetan, was da drin war, habe es einfach in einen anderen Steckplatz reingesteckt und das sind die RAM-Module, die eben jetzt drin waren. Und die Grafikkarte, die Nvidia hier, diese, die habe ich auch wieder rausgenommen. Und jetzt läuft der Rechner mit der internen Grafikkarte, die hier on board ist und auch wieder mit dem RAM-Modul, genauso wie ich den gefunden habe. Sieht dann so aus. Das RAM-Modul, was vorher links gesteckt hat, steckt jetzt rechts. Und hier mein Monitor, der steckt hier an der Onboard-Grafikkarte. Das habe ich ausgebaut. Das braucht ja wirklich eigentlich kein Mensch. Hier hat zwar schön HDMI dran, aber auch dann noch hier diese ganz uralten Anschlüsse. Also wer diese Karte hier konstruiert hat, wozu auch immer man eben noch hier die analogen hier dran macht, das hat man ja damals 2010 schon nicht mehr gebraucht. Mit der Onboard-Grafikkarte und hier dem einen RAM-Modul hat er, glaube ich, nur 1 GB. Da ist er wirklich richtig schön langsam geworden. Da trommelt es hier richtig auf der Platte rum. Und da merkt man schon, okay, mit einer dedizierten Grafikkarte und ein bisschen mehr RAM wird er richtig schön flott. Hätte man damals schon machen sollen, hätte man wesentlich mehr Spaß an dem Gerät gehabt. Und ja, Fazit, was kann man daraus lernen? Wenn der Rechner piept und die Grafikkarte ist kaputt, dann braucht man nur ein RAM-Modul umstecken. Klingt verrückt, ist aber tatsächlich so in diesem Fall. Und da hat es dann auch wieder funktioniert. Rechner nicht vorschnell wegschmeißen, der hat bestimmt auch noch mal einige Jahre irgendwo im Keller gestanden, so wie der aussah. Und ganz klar, vorm Wegschmeißen, Platte formatieren, Platte löschen, braucht man nur von der Windows XP CD zu booten, von der Windows 7 CD, von Windows 8 ging das auch, von dem Windows 10 USB-Stick ja sowieso. Und dann kann man die Platte so löschen, dass man auch hier nicht mehr an alte Daten drankommt. Da muss man auch nicht mit dem Hammer auf der Platte drauf rumhauen und kann die auch hier drin lassen zum Entsorgen. Ansonsten
einfach eben mal fachgerecht reparieren oder vielleicht auch mal einstellen bei eBay Kleinanzeigen für ein paar Euro. Hätte das mit Sicherheit damals auch noch jemand genommen, weil ich gehe mal davon aus, dass der Rechner hier schon mindestens 5, 6, 7 Jahre irgendwo defekt in der Ecke stand und deshalb hier so verrostet ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einfach einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Da antworte ich immer drauf. Ah, hier unten leuchtet auch das Licht. Immer noch die Frage, wie das hier unten rausgekommen ist. Das ist ja wirklich sehr merkwürdig. Gibt es keine logische oder technische Erklärung für. Und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Links und Tipps und Tricks. Eben auch, wie man Rechner repariert oder zu Ersatzteilen. Und besucht da mal die Seite tooltime.de. Die seht ihr hier. Auf der Seite tooltime.de, da findet ihr noch hunderte andere Artikel, wie man Rechner repariert, wie man Notebooks schneller macht, wie man Windows 10 optimiert, was man entfernen kann bei Windows 10 an Software, was man nicht braucht, wie man vorgeht, wenn man sich ein neues Notebook kauft und lauter andere Tipps und Tricks mit Bildern, Videos und Texten. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs, oder Windows 10 Probleme behebt, da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instand setzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.